Moin, ich bin Kelly. Ein paar von euch kennen mich schon. Ich sehe einen guten Freund von mir, Volker. Schön, euch hier zu sehen. Ist das nicht ein bisschen so mit Autos? Autos sind doch irgendwie auch wie Kinder, ne? Also wenn man Kinder hat. Weil die rufen nur an, wenn sie Probleme haben. Wenn man sie anruft, dann gehen sie nicht ran oder dann sagen sie, wo ist die Datenschutzfreigabe, um mich anzurufen? Was möchtest du? Kinder kommen nur, wenn sie Probleme haben. Das heißt, man ist nicht permanent im Austausch. Wenn sie erwachsen sind, sind sie selbstständig, machen ihr Ding. Und beim Software-Defined Vehicle ist plötzlich alles anders. Weil das ist dann kein junger Erwachsener mehr, der selbstständig ist und zwischendurch mal anruft, wenn er Kohle braucht, sondern wir haben hier ein Kleinkind, was rund um die Uhr 24/7 immer betreut werden muss. Das macht erstmal ein bisschen Angst, wenn man drüber nachdenkt. Aber so schlimm ist das eigentlich gar nicht, wie das klingt. Aber erstmal vielleicht Software-Defined Vehicle klingt erstmal ganz schön fies. Ne? Klingt so wie die nächste Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Ist das denn so? Lass uns das mal gemeinsam anschauen, womit wir es hier überhaupt zu tun haben. Hardware-defined, Software-defined. Die Fahrzeuge, so wie wir sie kannten, waren Hardware-defined. Jetzt sind sie Software-defined. Software-defined heißt in dem Fall, dass die Fahrzeuge über 150 Millionen Zeilen Software-Code haben. Das ist wirklich sehr, sehr viel. Muss man sich mal vorstellen, du bekommst eine Hausaufgabe und das heißt, schreib mal 150 Millionen Zeilen. Da sagst du auch danke dafür, ne? Also es ist wirklich sehr viel, sehr komplex. Wenn wir darüber sprechen, die Komplexität auf der technischen Ebene, dann ist es schon heute so, dass in Software-Defined Vehicles, also in Connected Cars, 2 Billionen Rechenoperationen pro Sekunde durchgeführt werden. Das heißt, wir haben es hier mit einem hochtechnologischen Instrument zu tun, ein neues Mitglied in der Familie des Internet of Things. In Zukunft werden das allerdings 200 Billionen Rechenoperationen sein. Das heißt, die Komplexität nimmt zu. Das heißt, wir müssen aktiv werden. Ich habe mal ein paar Zahlen mitgebracht, die sehen natürlich jetzt total schön aus, ne? Bis 35 in der EU ein Anteil von vernetzten Fahrzeugen von 93%. Das bedeutet, vernetzt bedeutet ja erstmal grundsätzlich, dass es kommuniziert in irgendeiner Art und Weise. Das Fahrzeug ist natürlich in sich stark vernetzt durch Sensorik, allerdings kommuniziert das Fahrzeug in dem Fall auch mit seiner Außenwelt. Was das natürlich macht, ist, dass der Hersteller permanent im Kontakt, ich gehe nochmal zurück auf die Geschichte des Kleinkindes, permanent im Kontakt mit dem Fahrzeug steht. Das ist die wahre Innovation an dieser Stelle. Natürlich ist das gar nicht mal so uninteressant aus Business-Sicht. Prognosen sagen, dass im Jahr 35 in der EU ein Umsatz von 16,9 Milliarden erzielt werden kann. Was uns das sagt, ist, dass ein Software-Defined Vehicle so viel Umsatz generieren wird in Zukunft wie 10 nicht vernetzte Fahrzeuge. Aus Herstellersicht klingt das ja erstmal großartig. Das muss man allerdings erstmal schaffen. Schauen wir uns noch einmal diesen Aspekt genauer an, weil ich finde, das ist sehr entscheidend, auch wenn wir über Kunden sprechen und die Erwartungen, die wir erfüllen müssen. Wir alle hier haben Erwartungen, die wir erfüllen müssen. Und wenn wir über Software-Defined sprechen, müssen wir uns ja erstmal bewusst machen, was ist denn Hardware-Defined? Wonach wurden Fahrzeuge ausgesucht? Fahrzeuge wurden in der Vergangenheit ausgesucht nach PS, Drehmoment, Konstruktion, musste eine geile, oh, Vorsicht, Vorsicht, nicht hinfallen, musste eine geile Karre sein einfach, musste richtig schönen Dampf haben, musste Spaß machen. Danach hat man sich ein Auto ausgesucht. Hier findet sich gerade eine wirklich interessante Shift, findet hier statt. Das heißt, die Fahrzeuge werden nicht mehr vorrangig nach Motorleistung, nach Konstruktion ausgewählt, sondern in dem Fall nach dem, was softwareseitig dem Kunden zur Verfügung gestellt wird. Das heißt, wir sprechen hier über Fahrerassistenzsysteme, intelligente Vernetzung, Infotainment, Innovation. Wir haben es gestern ja auch gehört, In-Car Gaming beispielsweise ist ein Thema, aber eben auch ganz andere Themen, Convenience Services, wie beispielsweise die Heizung des Fahrzeugs schon mal vorheizen, over the air, mein Fahrzeug ist mehrere Kilometer weit entfernt und ich mache schon mal die Standheizung an, damit ich es schön warm habe, oder die Sitzheizung ist schon mal an. Alles Mögliche gibt es dort. Das heißt, wir sehen hier eine Veränderung der Prioritäten auf Kundenseite. Das Fahrzeug an sich ist gar nicht mehr so wichtig. Das, was es mir an Mehrwert bietet auf Softwareseite, das ist wichtig.
Jetzt könnte man ja sagen, und das ist ja auch das, was man in der Presse liest, wo ich immer sagen muss, hey, ne, so ist es nicht. Es wird immer so dargestellt, als wäre Technologie das Problem. Schauen wir uns aber mal an, was wir alles haben. Wir haben ja massig Technologie. Wir haben alles, was wir dafür brauchen. Wir haben 5G, gut, man kann sich drüber streiten über den Ausbau, ne? Telekom, ihr hört mich. Über den Ausbau kann man sich streiten, das ist natürlich noch in der Entwicklung. Wir sind noch nicht da, wo wir hin wollen, aber die Technologie gibt es. Die ist da, die muss nur genutzt werden. Over-the-air-Updates, ist es möglich? Es ist da, die Lösung gibt es. Container, 12-Faktor-Apps, Edge-Computing, alles vorhanden. Und diese Technologien können uns helfen, wirklich sehr stabile Systeme zu bauen. Das heißt, sehr verlässliche Software für die Kunden zur Verfügung zu stellen, dass die Zufriedenheit steigt, dass die Menschen glücklich sind mit dem Fahrzeug, was sie gekauft haben. Das heißt, wir sprechen ja auch über hybride Umgebungen, weil wir haben einerseits Onboard und Offboard. Was ich sage, das Software-Defined Vehicle ist kein technologisches Problem. Wenn ihr das nächste Mal in der Zeitung liest, in einem Panel hört oder in einer Keynote, dass das Software eine Herausforderung ist, dann merkt euch, was ich euch sage, das ist nicht die Herausforderung. Das ist nicht das Problem. Das haben wir längst gelöst. Was ist denn eigentlich das Problem? Wo müssen wir denn hin? Was müssen wir denn genau anschauen? Also wir alle, weil wir sind alle Teil dieses Ökosystems. Der eine hier, der andere da, aber wir gehören am Ende alle zusammen. Und meiner Meinung nach müssen wir alle noch viel näher zusammenrücken, um genau diese Herausforderungen zu meistern, die ich euch jetzt zeige. Schaut euch mal die Zeitstrahle an. Fällt euch was auf? Die sind alle ziemlich unterschiedlich lang, ne? Wir haben oben den Fahrzeuglebenszyklus. Mindestens 10 Jahre rollen die Dinger. Hoffentlich. Wir haben den Plattformlebenszyklus. 8 Jahre. Das bedeutet, die Plattform ist veraltet und das Fahrzeug fährt noch. Das ist ein Problem. Dann gehen wir weiter runter. Technologielebenszyklus. Wir alle kennen die schöne S-Kurve, die es so gibt. Ja? 5 Jahre. Forschung und Entwicklung 4 Jahre und Servicezyklus. Ich habe gesehen, viele Autohaus-Kollegen sind hier, Sales, After Sales, die werden es kennen. So alle 2 Jahre Servicezyklus. Und jetzt kommt die tatsächliche Herausforderung, das alles muss harmonieren, denn wenn das Fahrzeug 10 Jahre alt ist, dann kannst du doch nicht mehr die Software benutzen, die du vor 10 Jahren entwickelt hast. Du kannst nicht mehr die Plattform anbieten, die du dort angeboten hast. Das heißt, die Hardware ist ein Stand, der dann in der Zukunft schon veraltet ist, der schon sehr, sehr schnell veraltet ist. Das ist die wahre Herausforderung, nicht die technologische Schwierigkeit dahinter. Die technologische Schwierigkeit in dem Fall ist, dass wir Software entwickeln innerhalb von Wochen und diesen in Betrieb halten müssen für Jahre. Vielleicht sogar Jahrzehnte. Die Fahrzeuge werden ja immer besser, sollen sehr lange gefahren werden. Dann gibt es Modelle, dass man sagt, nimmt die Batterie raus und das Fahrzeug kannst du dann weiterfahren. Die Idee ist ja, das Fahrzeug den Kreislauf wieder zurückzuführen. Was machen wir denn mit der Software? Das muss ja mitgehen. Das ist ja ein dynamischer Prozess. Das ist die Herausforderung. Nicht die Software, nicht die Technologie. Dieses Mitgehen und dieses Berücksichtigen dieser unterschiedlichen Lebenszyklen und zu wissen, was kommt wann, sich schon darauf vorzubereiten, was kommt und eine Vision zu haben, eine Vision davon, wo geht die Reise hin und die Fahrzeuge entsprechend zu bauen, zu entwickeln, dass genau das dann erfüllt werden kann. Softwareentwicklung in Wochen, in Sprints und Maintenance für Jahre. Oder Jahrzehnte. Wie kriegen wir denn jetzt die Harmonie hin? Jetzt habe ich euch ja ganz schön was erzählt, ne? Seht ihr das und sagt, ja, und jetzt? Was soll ich jetzt machen? Ich bringe euch mal ein paar Zutaten mit. Wir kochen heute mal was Schönes zusammen. Ich bringe euch mal ein paar Zutaten mit. Die erste Zutat, die ich für euch habe, ist, alles ist ein Produkt. Jeder von uns kennt das. In der Industrie, der Shift ist da. Eigentlich sind wir doch Autobauer. Ne? Wir sind doch eigentlich Autobauer. Warum sind wir jetzt auf einmal Softwareentwickler? Um Gottes Willen, darauf war ich nicht vorbereitet. Was ist denn jetzt eigentlich das Produkt?
ist das Produkt das Fahrzeug, wie es da steht? Ist das Produkt die fancy Standheizung over the air? Was ist denn das Produkt? Und ich sag euch, alles ist das Produkt. Das nächste, manage outcome, nicht Menschen. Dazu sage ich später ein bisschen mehr. Das ist erklärungsbedürftiger. Schauen wir uns den dritten Punkt an. Make or buy. Oh Gott, in jeder kaufmännischen Ausbildung, ne? Um Gottes Willen. Ich weiß noch die schönen Rechnungen, wo man das gegenüberstellt. Ja, mache ich das selber oder kaufe ich das? Ne? Die Grundlagen BWL. Ich kriege gerade ein Trauma. Und ich kann euch sagen, ich hole euch mal raus aus dem Trauma, das Ding ist durch. Der Zug ist abgefahren, Make or Buy ist raus. Es gibt was ganz Neues, dazu erzähle ich euch gleich mehr. Ops in DevOps, das neue Lieblingskind. Ne? Ihr seht, ich habe hier irgendwie dieses Kind-Thema. Ich weiß auch nicht, wie ich da drauf komme, ne? Keine Ahnung. Aber irgendwie habe ich hier so ein Kind-Motto drin. Und Ops in DevOps, das neue Lieblingskind. Denn das ist das, was häufig vernachlässigt wird. Es ist sehr viel Dev und sehr wenig Ops. Das ist aber ganz wichtig. Alles ist ein Produkt. Wie gesagt, wir haben das Fahrzeug, wir haben die Software, wir haben die Plattform, wir haben unterschiedliche Komponenten, Services. Alles ist ein Produkt. Und wenn wir das so betrachten, dann wissen wir, dass jedes Produkt durch unterschiedliche Lebenszyklen läuft. Wir sind in der Lage, alles, wenn wir alles von einem Produkt-Mindset her sehen, von einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Wir sehen dann alles, was in diesem Produkt herrscht, das heißt sowohl Hardware als auch Software, sehen wir als definiertes und committedes Feature-Set. Features kennen wir aus der Softwareentwicklung. Warum denken wir nicht auch beim Fahrzeug in Features? Genau das, nämlich die Entwicklung, dass wir sagen, wir committen uns darauf, von Feature zur Version, von der Version zur Roadmap. Und so mausert sich das Ganze. Das heißt, alles ist ein Produkt. Wenn wir uns darauf fokussieren, auf den Output, dann verschafft uns das auch eine ganz andere, wie soll ich sagen, eine gewisse Autonomie. Ne? Also wir sind Herr der Sache. Alles ist ein Produkt und alles, was ich tue, jeder Service lebt für sich und ist wichtig und spielt in dem gesamten Ökosystem eine Rolle. Das heißt, wir haben nicht nur das Fahrzeug, sondern wir haben noch einen Haufen weiterer Produkte, die eben die Services sind. Wenn wir uns die Macht über den Code nehmen und das als Gesamtbild betrachten, dann enabled das auch das Team in der Softwareentwicklung, mehr Verantwortung zu übernehmen. Weil alles ist wichtig, alles ist ein Produkt. Jeder Service ist ein Produkt, der Mehrwert bietet. Auch wenn der vielleicht nicht direkt Customer-Facing ist. Was wir dann erleben, wenn wir jetzt über DevOps sprechen, da will ich gar nicht zu tief einsteigen. Ich habe gesehen, es gibt später noch einen Vortrag von einem lieben Kollegen über Vehicle DevOps. Kann ich nur empfehlen, wird sicherlich sehr spannend. Da wird dann noch mal tiefer eingestiegen. Aber wenn wir jetzt die DevOps-Mitglieder nehmen, dann ist es einmal die DevOps-Mitglieder, dann das Produktmanagement, die Marke und die Marktteams jeweils, die werden dann zu den Architekten des Outcomes. Vorsicht, Unterschied Outcome und Output. Output ist das, was hinten rausfällt, das, was man vielleicht sehen kann. Outcome ist der Effekt, der dadurch eintritt. Und das ist das, worauf wir uns fokussieren sollten. Das Outcome, das ist das, worauf wir uns fokussieren sollten, denn das ist das, was wirklich Mehrwert bringt. Nicht die geleisteten Stunden oder weiß der Geier, sondern das, was der Kunde fühlt, wenn er es bekommt, wenn es funktioniert, wenn alles gut ist. Das ist das Outcome. Das Ziel daran ist, an dieser Geschichte, dass die Strukturen so flach zusammengedrückt werden, dass ihr sie kaum noch sehen könnt. Und in dem Fall die klassische Supportstruktur, so wie wir sie kennen, dass wir dann anrufen im Callcenter und sagen, oh, ich habe hier ein Problem mit Service XY, dass das wegfällt, weil die Teams für sich selbst verstehen, ich bin ein Produkt und ich übernehme die Verantwortung dafür. DevOps, die Idee von DevOps ist ja, dass die Softwareentwicklung und der Betrieb eben miteinander verschmelzen, viel näher miteinander verschmelzen. Alles, was in der Supportstruktur landet, die Informationen, müssten eigentlich unmittelbar in der Softwareentwicklung landen. Was wir dann machen, ist diese schönen Balken, die wir gerade gesehen haben, deutlich schlanker zu gestalten. Wir sparen Zeit, wir sind viel näher am Geschehen und können viel schneller reagieren. Deshalb ist das sehr wichtig.
klang jetzt erstmal super easy, ne? Also fand das war jetzt ja nicht kompliziert. Jetzt wird es aber kompliziert, weil jedes Produkt für sich, jedes Produkt braucht ja eine eigene Strategie, ne? Also man kann ja nicht sagen, ach ja, das ziehe ich jetzt drüber, one size fits all. Wir kennen es, gerade die Ladies hier unter uns kennen das, wenn da steht one size, also komm, wirklich, wollt ihr mich jetzt hier? Nee, so läuft das Geschäft nicht. Das heißt, jedes Produkt braucht eine für sich passende Strategie. Gucken wir uns mal die Optionen an. Wir haben die Option, Partnerschaften einzugehen. Erstmal super lukrativ. Wir reduzieren Kosten. Das wird alles beschleunigt. Wir müssen uns jetzt nicht um alles kümmern. Aber die Herausforderung ist ja, du musst dich ja auf deine Partner verlassen können. Du musst ja wissen, dass die dieselbe Vision haben, wie du sie hast. Dass die vertreten, was du vertretest, haben sie dein Commitment, sind sie so richtig on fire, wie du das bist, das weißt du nie. Das heißt, eine gewisse Abhängigkeit wird dort zustande kommen, so oder so. Schauen wir uns das Zweite an, das ist natürlich die super bequemste Art und Weise, ne? Dass wir sagen, wir geben das einfach ab und sagen, das wird vollständig anderweitig verwaltet an dieser Stelle. Kann man machen, funktioniert auch ganz gut, würde ich sagen, solange man einen guten Austausch miteinander ist, klar definiert hat, worum es geht, dass es produktübergreifend verstanden wird, sodass es im Gesamtkonzept dann eben zusammenpasst und nicht ein Puzzlepiece überall verteilt, keine Inselgruppen, bitte keine Inselgruppen, sondern Kontinente bauen. Und wenn das funktioniert, schön. Aber welchen Einfluss hat man dann noch? Welches Ownership hat man dann noch? Und wie flexibel ist das Ganze dann auch noch miteinander? Ich glaube, das kann man auch auf ganz viele andere Bereiche übertragen an der Stelle. Das heißt, das ist kompliziert an dieser Stelle. Und jetzt kommen wir, do it yourself. Benötigt unglaublich viel Zeit, benötigt unglaublich Kapazitäten und vor allem Skills. Meistens hat man das eine, entweder man hat Cash, oder man hat eben die Skills. Also es ist selten so, dass man wirklich alles hat. Also wenn irgendjemand hier alles hat, ne, bitte gib mir eure Nummer, weil dann müssen wir mal reden, dann muss ich wissen, wie man das hinkriegt, dass man alles hat. Sowohl Zeit, Kapazitäten, die entsprechenden Ressourcen und das Know-how, um sowas zu tun. Ruft mich an. Kommen wir zum nächsten Punkt. Da habe ich euch ja gesagt, da möchte ich gar nicht so viel zu sagen. Wir haben ja auch gerade gesagt, Skills und Know-how ist ja sehr schwierig momentan. Wir lesen es überall, Fachkräftemangel ist real shit. Das ist wirklich ein riesiges Thema. Wir haben nicht genug Menschen. Das heißt, die diese Arbeit können, Softwareentwickler, es fehlt an jeder Ecke. Überall schreien sie und sagen, um Gottes Willen, ich brauche Menschen. Und das ist auch richtig so. Das heißt, wenn du mal jemanden gefunden hast, dann pack den und lass den nicht mehr los. Mach ihm das Leben so einfach, wie es geht. Alles, was der Mensch mag, lass es ihn machen. Lass ihn das machen, woran er Spaß hat. Drück ihn nicht in eine Rolle, die nicht zu ihm passt. Alles, was er nicht machen möchte, schaff es aus dem Weg. Oder automatisier es. Wäre auch eine schöne Lösung, dass man sagt, die unbequeme Arbeit, das, was viel Ressourcen frisst, einfach automatisieren, weg damit, weil, und deswegen sage ich, manage outcome, nicht Menschen. Die Zeiten sind vorbei, wo Menschen eng geführt werden wollen. Menschen wollen eine Vision, sie wollen wissen, wo wir wieder beim Thema Produkt sind. Ich bin Teil eines Ganzen, ich bin Teil einer Transformation. Und in dem Fall, wenn du 4000 Menschen hast, kann der Output, also das, was letztendlich rausfällt, eine gewisse Anzahl Features, wie auch immer, kann dem von 1000 Menschen entsprechen, wenn du die Leute nicht richtig führst, wenn du sie nicht richtig managst, wenn du sie in eine Enge treibst, die sich nicht gut anfühlt. Ich habe eine schlechte Nachricht für euch. Das bleibt auch erstmal so. Das wird sich nicht auflösen. Nicht in den nächsten Jahren. Diese Knappheit an Know-how, Ressourcen, das wird bleiben. Das heißt, ganz klar, hier an dieser Stelle setzen auf Standardisierung, Automatisierung. Denn die Idee ist, dass die Menschen, die wir haben, wenn wir jetzt sagen, wir haben 4000 Leute, dann sollen diese 4000 Leute bitte auch an Themen arbeiten, die wirklich, wirklich Mehrwert schaffen. Und die nicht nur so tun, repetitive Arbeiten, um Gottes Willen, wer macht sowas schon gerne? Und es geht ja nicht nur darum, was man gerne macht und was nicht, sondern es geht ja auch darum, wie setze ich diese Menschen sinnvoll ein? An dieser Stelle ganz klar zu sagen, Standardisierung von Prozessen,
dass der Shift hin zu einem Standard-Software-Ansatz, nicht alles selber bauen, schaut, dass es Dinge sind, die man wiederverwerten kann, die man miteinander kombinieren kann und eben die Automatisierung von Prozessen, die keinen Mehrwert bringen, die niemandem weiterhelfen. Kommen wir direkt zum nächsten Thema. Wie gesagt, Make or Buy ist out. Ich habe es ja gerade schon so ein bisschen angekündigt. Ne? Was das macht, ist Resilienz durch Autonomie. Jetzt fragt ihr euch ja, was macht das denn jetzt? Also über was reden wir jetzt? Was macht denn resilient an dieser Stelle? Wenn Make or Buy wegfällt, was machen wir denn dann? Ich sag's euch ganz schnell. Buy Standardsoftware. Nimm eine Standardsoftware. Mach dir nicht den Stress, das alles selber bauen zu wollen. Das dauert alles lange, es ist alles kompliziert. Mach es nicht. Kauf dir eine richtig schöne Standardsoftware. Nimm die differenzialen Teile und bau sie selbst. Das, was du brauchst, das, was für dich dann passt in deine Umgebung, packst du einfach oben drauf. Und dann compose, kombinieren. Wir nehmen das, was wir als Standard gekauft haben, wir bauen die Teile, die wir brauchen, um uns zu differenzieren, sei es ein richtig schönes Interface meinetwegen, Kleinigkeiten, und kombinieren das zu einer für uns absolut passenden Lösung. Wir sparen Zeit, wir sparen Geld. Technologisch ist das alles machbar, es ist alles da, es ist alles vorhanden. Du musst es nutzen, es liegt vor deiner Haustür. Und der Prime-Mensch ist schon lange weggelaufen. Hast du nicht vor, die Tür aufzumachen, das Paket reinzunehmen? Ich würde es euch empfehlen. Jetzt kommen wir wieder zu meinem alten Kind-Thema. Mein Gott. Ops, Operations, ich weiß, das ist nicht so sexy wie Development. Wir alle wollen neue Dinge bauen und kein Mensch will sich drum kümmern. Das ist so ein bisschen wie Sales und After Sales. Na, Sales ist sexy und verkaufen und cool und geil. Und After Sales ist so schmutzig und ach, dann kommen die immer nur mit Problemen. Und es ist ja hier so ein bisschen ähnlich. Ne? Und was wir sehen in der Praxis, alle sagen sie, ja klar, DevOps, ja easy, mache ich. Mache ich schon immer, das ist so voll mein Ding. Ich bin total committed auf DevOps. Und wenn du dann ein bisschen tiefer reinschaust, ein bisschen gräbst, dann stellst du fest, ey, das hat ja überhaupt nichts mit DevOps zu tun. Ganz, ganz viel Dev, also Development, ganz viel Entwicklung, ganz wenig Operations. Operations heißt, dass wir das Kleinkind 24/7 betreuen, egal wo es ist, jederzeit. Klingt doch eigentlich plausibel, oder? Wenn wir das jetzt kombinieren, wo ich ja gerade eben noch sagte, ne? Automatisierung, Menschen für Dinge benutzen und einsetzen, die wirklich mehrwertbringend sind und die nicht langweilen mit irgendeinem Kram, wo sie überhaupt nichts beitragen können. Automatisierung kombiniert mit Operations Anywhere. Und in dem Fall bedeutet das nicht, dass wir darüber sprechen, 10.000 Fahrzeuge im Betrieb zu behalten, sondern wir reden hier darüber, Millionen Fahrzeuge cross-Plattform in Betrieb zu halten. Das ist eine verdammt hohe Verantwortung. Wir sprechen hier über Kampagnenmanagement, Over-the-Air-Updates, technologisch. Ich wiederhole nochmal, technologisch ist das ein Witz, das ist kein Problem. Das Problem ist, das in einer skalierten Art und Weise zu tun, die dafür sorgt, dass wir keine Downtime haben. Na, also das wäre ja Worst Case, dass der Kunde das spürt, dass im Hintergrund in diesem wunderschönen Prozess, ich will da gar nicht zu nah drauf eingehen, ich glaube, das spricht so ein bisschen für sich, dass wir sagen, wir haben hier einen wunderschönen Operations-Prozess. Wie gesagt, Operations für Millionen Fahrzeuge, Cross-Plattform und Cross-Technology und das über den Lebenszyklus hinweg. Na, ich will noch mal erinnern, wir haben Fahrzeuge, die veraltet sind und das nach kürzester Zeit, die aber genauso in Betrieb gehalten werden müssen wie ganz neue Fahrzeuge. Und das überlappt sich ohne Ende. Das ist die echte Komplexität. Und die Zutaten, die ich euch mitgebracht habe, sind Teil der Lösung. Wie gesagt, die Zutaten sind klar und der Erfolg, der kommt erst mit einem kompletten Rezept, einer Vorbereitung und vor allem Umsetzung. Also bitte nicht nur, ne, nicht so wie ich jetzt hier nur bup bup, sondern dann auch nach Hause gehen, was mitnehmen und was damit machen. Wirklich was machen.
damit wir wirklich mal was machen können, fasse ich einfach nochmal zusammen. Ich glaube, das macht es einfacher, weil das war ja schon ganz schön, ne? Druckbetankung. Was haben wir gelernt? Die Definition von Produkt ist mehrdimensional. Alles ist ein Produkt. Nicht nur das Fahrzeug, wie es rollt, jeder Service, jede Plattform, alles ist ein Produkt. Das nächste, ich muss euch wie gesagt enttäuschen, die Ressourcen bleiben knapp. Fokussier dich also auf Effizienz und auf Outcome. Und so leid es mir tut, ich möchte euch nicht enttäuschen und ich will euch auch nicht zu nahe treten, aber ich glaube, wir können nicht alles leisten, auch wenn wir das wollen. Wir können nicht alles tun. Das heißt, Standards und Komponenten, fertige Komponenten zu kaufen an dieser Stelle, das ist überall da zu nutzen, wo es möglich ist. Und wir trotzdem noch unsere Souveränität behalten. Welche Form das dann ist, das kann jeder für sich entscheiden, jeder für sich passend auswählen. Aber es ist eine sehr starke Empfehlung von mir, auf Standards und Komponenten zu setzen und sich darauf zu konzentrieren, was wirklich wichtig ist, nämlich Operations von Millionen Fahrzeuge. Und ich rede hier nicht über eine kleine Million, ich rede über eine verdammt große Million. Das ist die Herausforderung, nicht die Technologie. Ich danke euch.